Nina Herrmann ist 80. Ihr Leben lang war die ehemalige Sportlerin fit und gesund, bis sie immer öfter ihr Herz spürte. Mit Herzen ist ja kein Spaß. Ich dachte, mir wird doch nie was passieren. Dann habe ich in der Vorderkammer mal 2 Stents und in der Hinterkammer auch 2 Stents bekommen. Und das war eine ziemlich lange Operation, würde ich das nicht sagen, aber Eingriff, ne? Eine Bypass-Operation mit offenem Brustkorb ist Alina Herrmann erspart geblieben. Sie wurde am schlagenden Herzen behandelt. Heute reicht dazu ein kleiner Schnitt.